Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seasons After Fall. Es geht weiter. Letztes Mal, da haben wir, ja, ich sag mal hier so den ersten Altar, sag ich mal jetzt hier, befreit. Kann man befreit sagen? Ich glaube schon. Und jetzt rennen wir in Richtung Altar Nummer 2 und müssen gucken, was wir da machen müssen. Ich will aber erstmal nach, also zu dem Altar hier oben, bevor wir nach da unten gehen. So, der hier oben ist eigentlich immer am schwersten, kommt mir so vor. Fragt mich nicht warum, da kommt mir irgendwie so ein bisschen so vor, als ob das hier der schwerste ist. Ich glaube, also ganz ehrliche Meinung, das Spiel, wenn die Altare fertig sind, dann ist das Spiel, glaube ich, auch zu Ende. Also, dass dann diese Enddings kommt. Aber bis jetzt finde ich diese Story so dahinter eigentlich richtig cool. Auch wenn ich irgendwie an diesen, ja, sehe ich jetzt nicht so als Rätsel hier an, halt diese, ja, wie soll ich sagen, diese Aufgaben, was ich halt machen muss, ist schon sehr verwirrend. Vor allem, wo wir da diese Fliegen setzen mussten. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hier bei dieser Zirkade oder was das da war, wo wir diese Glühwürmchen oder was das war, richtig sortieren mussten da in die richtigen Formen. Das fand ich schon sehr, ja, sehr anstrengend. Ach, hä, warte, wie ging das denn nochmal? Ich bin gerade wieder ein bisschen zu doof, Weg zu finden. So, ja, ganz kurze Unterbrechung. Ich muss, glaube ich, hier lang. Irgendwie finde ich den Winter gerade richtig schön entspannend, Leute. Diese dunklen Farben, die spannen einen grad. Ah, hier muss ich hoch, okay. Warte, bin immer zu doof, um da hoch zu klettern. So, ihr könnt mir auch mal gerne schreiben, wie ihr das Spiel findet, Leute. Würde mich auch mal interessieren, ob euch das Spiel hier. War das richtig? Ob euch das Spiel hier Spaß macht oder. Ach, guck mal an, hier ist dieser Baum. Ja, oder ob es euch keinen Spaß macht. Okay, wenn es euch nicht Spaß macht, dann guckt ihr das ja noch nicht mehr. Ja. Aber wie ihr das Spiel halt findet, findet ihr das interessant oder auch so knifflig wie ich? Sehr knifflig. An ein paar Stellen halt, ne, wie ich gesagt hatte, mit diesem Dingenskirchen hier, ne, mit diesen, wie heißt das? Ja, mit diesem Fliegen da, ne? Genau, habe ich schon 500 Mal erwähnt. Dann gehen wir mal weiter und suchen den Altar, den wir hoffentlich auch schnell finden werden. Aua, irgendwas zieht gerade an meinem Kopf. Zieht an meinem Kopf, alles klar, ey. Mal, jetzt kommen wir hier in den Baum rein. Hier ist die Zirkade. Jetzt irgendwie was suchen, wo was in der Luft schwebt oder sowas. Was soll ich meinen? Ich glaube, ich muss hier runter. Also komplett runter. Dann hier jetzt. Also, oh. Herbst, ich brauche dich. Ja, der Herbst hat schon wieder so helle Farben. Das gefällt mir mal irgendwie so gar nicht hier. Und nur im Herbst wachsen Pilze. Hallo. Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. Ich glaube, er tagt, ey. Ich glaube, mein Schwein pfeift hier. Ne, hier ist das schon mal nicht. Hier sind wir schon mal falsch. Vielleicht müssen wir noch eine Etage runter. Geht das überhaupt noch weiter? Ne, geht noch nicht mal mehr weiter runter. Nein, nein, nein. 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 Oh.
Bin so ein dummes Kind, ne? Leute, das wisst ihr gar nicht. Nein, nein. Nicht mein. Oh, ich bin so dumm, ne? Ja. Okay, ich mach mal eben Cut und dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin ja schon so eine kleine dumme Nuss manchmal, ne? Oh, ich bin wieder gesprungen. Oh, ganz gefährlich. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Stein finden, der so in der Luft halt schwebt. Da, was ich meine. Ob wir den finden, das weiß ich ja. Das könnte ja kritisch werden. Hui. Hui. So, dann suchen wir mal den Stein. Vielleicht ist der ja hier. Weil irgendwo war so ein Kackstein. Das weiß ich doch. Wir müssen halt irgendwie was hier mit dem Altar suchen. Und die Frage ist, wo? Weißt du, was ist? Nur eine kleine Ulla. Nee, aber ganz ehrlich, ich hab keinen Schimmer. Ah, guck mal, hier geht's auch noch lang. Ah, nee, hier geht's wieder. Ah, okay. Jetzt soll ich einfach mal weiter links lang gehen. So. Kleine dumme Nuss wieder am Start hier. So, jetzt einmal hoch. Jetzt hier lang. Bestimmt ist das hier. Mal Gipfel. Locker hier. Guck mal, hier ist dieser Baum. Bestimmt gehen wir gerade auch in die richtige Richtung. Guck mal hier. So, ich brauche den Frühling dafür. Ah, guck mal an. Hier brauche ich jetzt den Sommer, nee, den Winter. Ah, guck mal an, wie nice. Hier brauchen wir den Herbst. Hey, nein! Ah, okay, dann ist mal hin und her. Okay. Ich dachte, ich habe jetzt richtig verkackt im Leben. Wie so oft. Ah, guck mal. Werden wir hier lang geschickt? Oh, das war aber, glaube ich, ganz knapp jetzt gerade. Wow. Ich glaube, ich muss warten, bis der so ein Stück runterkommt, damit ich da dran springen kann. Jetzt! Nein! Scheiße, oder? Was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Ah, okay. Sehr gut. Und zack, sehr gut. Kann ich eben hier hoch, hier eben drauf springen. Ich mal eben hier in den Frühling wieder rein, weil der Frühling ist ganz schön. Ach nee, ich muss im Winter bleiben, ich dumme Nuss. Ja, selber schuld. Ich muss im Winter bleiben, Leute.
Ah, scheiße, da kam ich ein bisschen zu spät. Komm schon, Marine! Jetzt. Ah, okay. Lauf, kleine Funz. Lauf. Scheiße, ach, ich habe gar nicht mehr gesprochen, Leute. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich so konzentriert war gerade. Oh, scheiße. Ja, Let's Play, Benotung auf jeden Fall eine 1. Also mit Sternchen natürlich, ne? Weil, pff, was denn sonst, ne? Also, ne? Oh, ganz knapp. So, komm schon. So. Jetzt können wir hier runter und hier gegen springen. Jetzt macht der hier Wasser da hinten hin. Nein, scheiße, ich habe sie da nicht geschafft. Oh, ich könnte manchmal so brechen, ne? Im Strahl brechen. Manchmal springt der Fuchs einfach nicht hoch genug. Jetzt aber. Guck mal, wir ziehen auch so eine Spur hinter uns her, fällt mir mal gerade auf. So. Es geht weiter. Ups. Oh, ganz gefährlich. Dann bringen wir uns mal zum Zielort, lieber Baum. Hier ist es. Hier können wir ein paar Pflanzen aktivieren. Und hier mache ich mir mal den Winter an, damit ich schön und gut hier rüberlaufen kann. Und nicht schwimmen muss. Hier mache ich jetzt eben den Herbst mal wieder. Also hier ist ganz schön rasender Wechsel, würde ich mal sagen, ne? Oh, habe ich gerade verkackt schon. Flieg zurück, lieber Baum. Wow. Oh.
Spaß. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr mit dir reden. Wie? Du willst nicht mehr mit mir reden? Du schmollst? Das ist neu. Wo du doch sonst deine Zeit mit Lachen und Singen verbringst. Tja, ich will nicht mehr lachen und ich will nicht mehr singen. Da hast du's. Gut, ich höre dir zu. Erzähl mir, was dir Kummer bereitet. Ich habe genug davon, dass ihr mich immer außen vor lasst. Nie sagt ihr mir etwas. Außen vor? Aber wovon redest du da? Das weißt du ganz genau. Wieso lasst ihr mich nie an einer Sitzung des Rates teilnehmen? Der Rat der Hüter heißt nicht von ungefähr Rat der Hüter. Das hat einen guten Grund. Ihr denkt, dass ich zu jung bin und nichts begreifen würde. Es ist schon etwas komplizierter. Dann eben nicht. Wenn ihr mir nichts sagen wollt, dann spioniere ich euch eben nach. Alle Funz, ey. Ich glaube auch. Ja, die muss es aber auch erstmal verstehen, weißt du, die Olle. So. Und jetzt? Ich brauche ja immer noch diesen Stein. Ändert ja nichts daran. Hä? Wie zur Hölle soll... Warte mal. Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier machen muss, ne? Ich bin jetzt hier durch die Weltgeschichte hin und her gerannt. Komme ich ja gar nicht ran. Oh, ach hier. Verkackt. Okay, dann müssen wir nochmal kurz auf den Baum warten. Hä, aber... Wo muss ich denn jetzt hin? Also... Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Hier hin oder was ist los? Ah, hier hin. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo das ist, dann wäre ich aber sehr dankbar. Weil bis ich das erfahre, ist bestimmt auch Heiligabend schon wieder. Tier? Nee, natürlich nicht. Irgendwo, wo auch alle Blumen sind. Guck mal, vielleicht hier. Ja, hier ist es. Hier abgeht immer. Wie Schmidts Katze immer. Bin ich jetzt wieder auf der hässlichen Insel oder was ist los? Bitte sag mal. Ein Laubwerk. Oh, guck mal. Wie
Mir fehlen noch zum Glück nur noch zwei, also jetzt nur noch einer. Das heißt, ich gehe mal in die andere. Oh nee. Nee, echt nicht. So, das. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Nee, ehrlich, das verwirrt mich gerade ein bisschen. Nee, sag mir nicht, ich muss hier wieder so komische Sachen machen. Unten ist Blitz, da ist Blitz. Hier ist Dings, hier ist Blitz. Hier ist Ding. Hatten wir doch schon mal. Hatten wir doch damals gemacht, oder nicht? Ist hier raus, yo. War ich noch nicht. Oh nein, sag mir nicht, ich bin hier. Hä? Wo ist denn das letzte Funzelteil? Oh, guck mal, hier ist noch was. Bist du jetzt wieder ganz oben, oder nicht? Hä? Versteh ich nicht. Hier, oder was? Nee, wahrscheinlich einen höher. So, spring drauf, kleiner Fuchs. Jetzt spring zum nächsten. Hier müsste es doch jetzt sein, oder nicht? Ja, hier ist es jetzt. Dann gehe ich jetzt hier durch. Und jetzt muss ich da so eine Funz finden, oder nicht? Ich dachte, hier ist jetzt so eine Funz. Hä? Ach, guck mal, hier geht's auch noch lang. Ah! Ja, hä? Geht doch. So. Super. Oh, nein. So, zack. Alles klar, wieder gar nicht übertrieben oder so. Ja, weißt du, was eine Knospe wirklich ist, Fuchs? Eine solche Knospe ist im Leben eines Waldes eine äußerste Seltenheit. Es ist eine Art Wunder, für das wir, die Hüter der Jahreszeiten, die Verantwortung tragen. Ist ihre Erziehung abgeschlossen, will es das Schicksal der Knospe, dass sie das Heiligtum verlässt und einen Ort zum Aufblühen findet. Sofern sie dazu bereit ist. Okay, das hört sich doch ganz an, ne? Dann laufen wir mal wieder zurück, hör mal, würde ich sagen.
Aber das müssen wir natürlich nicht in der Folge machen. Ich würde mich verabschieden. Nächste Folge sehen wir uns wieder zurück im Heiligtum. Bis dahin. Tschüss.